Es wird spooky, Freunde, denn zu Halloween gibt es natürlich auch von Vivi wieder Drops, in dem Fall Künstlerjobs. Außerdem reden wir über den Airdrop von Pride wie auch 007, wann der stattfinden wird. Und das Thema Utility bei Disney NFTs werden wir außerdem auch nochmal in diesem Video aufgreifen. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, deine VVOG mit den wichtigsten VV-News, die du wissen musst. Deswegen, wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, was die VV-News und auch Ecomi-News angehen, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du auf jeden Fall da draußen keine wichtigen News. Jetzt würde ich aber sagen, schnacken wir gar nicht lange rum und starten direkt rein ins Thema. Für all die Leute, die es nicht mitbekommen haben, der DeLorean, der jetzt rausgekommen ist, die zweite Version, ist nämlich wirklich fliegbar, was eine super coole Funktion ist, meiner Meinung nach. Wir können uns das Ganze ja mal ganz kurz hier anschauen. Also die Steuerung sieht man jetzt an dieser Stelle nicht, aber es ist relativ simpel, das Ganze zu bedienen, finde ich eigentlich. Und meiner Meinung nach wirklich ein sehr unterschätztes Collectible und auch der Preis ist ja auf jeden Fall sehr aussagekräftig. Wir sind hier auch bei diesem Collectible unter Retail. Das heißt, wir sind jetzt momentan hier bei einem Floorpreis von 66 Gems. Release-Preis war aber 80 Gems. Das heißt, wir sind ja momentan 14 Dollar im Minus. Und ich denke mal, es kann auch noch weiter nach unten gehen mit neuen Jobs, die wir bekommen werden. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Collectible und ist an der Stelle natürlich auch ein einzelnes Set, was für das MCP an dieser Stelle auch nicht schlecht ist. Ja, und jeder hat sich wahrscheinlich schon die letzten Tage gefragt, wann werden wir jetzt nun endlich die Pride und auch James Bond Airdrops bekommen. Und Vivi hat ja gestern Abend ein Announcement rausgehauen, und zwar werden wir nämlich den Pride wie auch den Bond Airdrop am 31. Oktober sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir auf jeden Fall bei Pride bekommen werden, denn da wissen wir ja tatsächlich noch nicht, was wir bekommen werden. Bei dem ganzen Bond-Drop, da wissen wir das ja tatsächlich schon, denn dort wurde das Ganze ja schon unten einmal geleakt. Das schauen wir uns auch gerade einfach mal an, würde ich sagen. Und das ganze Collectible ist nämlich das hier. Finde ich persönlich ein sehr, sehr cooles Poster, aber ja, ist natürlich nur für jeden, der auch bis zum 20. Oktober um 17 Uhr deutsche Zeit das Set voll hatte. Für jeden, der das bis dorthin nicht hatte, der hat nun mal leider keinen Airdrop bekommen, beziehungsweise wird keinen Airdrop bekommen. Und das gleiche gilt für den Pride Airdrop. Wer dort bis zum 15. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit nicht das Pride 1 oder auch Pride 2 gehabt hatte, ja, der bekommt nun mal leider keinen Airdrop. Wenn dir übrigens das Video bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn so pusht du auf jeden Fall das Video noch mehr und mehr. Leute sehen auf jeden Fall diesen Content hier. Jetzt würde ich aber sagen, geht's auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Part des Videos. Und ansonsten ist auch das Thema Utility bei Disney NFTs gestern Abend im Twitter-Space von Metaverse Live wieder etwas ausgebrochen. Und hier meinte LXG, dass das Ganze nur auf dem Tisch liegt, aber jetzt noch nichts wirklich besprochen ist. David Yu hat darauf geantwortet und meinte, dass das ein bisschen langweilig ausgedrückt war. Und ja, auf jeden Fall dort wahrscheinlich noch sehr viel mehr auf dem Tisch liegen wird. Und jetzt ist natürlich so die Spekulation, ja, werden wir jetzt irgendwann wirklich Utility bekommen dafür, werden wir es nicht? Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir es bekommen werden. Wir haben es jetzt bei der Lampe gesehen und da haben die vielleicht schon gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht das optimalste Format, vielleicht gehen wir doch lieber in die Richtung von Park Utility. Und wenn man sich auch momentan mal die Preise anschaut bei den Golden Moments, ja, dann muss man wirklich mal schlucken, denn die sind richtig, richtig weit im Keller, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Wir haben hier auch den Homer und Bart, das erste Disney Golden Moment NFT bei 160 Dollar. Das andere, das Skateboard, ist bei 150. Also wir sprechen hier wirklich von Preisen, die sind wirklich, wirklich lächerlich für diese Golden Moments. Also wir haben hier auch zum Beispiel Iron Man First Appearance bei 180 Gems. Also es ist wirklich Wahnsinn. Selbst der Walt, die Partnerstatue, ist bei 3200. Das ist wirklich Wahnsinn, muss ich sagen, von diesen Preisen. Es ist sehr, sehr lächerlich, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dass jeder, der momentan hier auf jeden Fall die Golden Moments einsammelt, irgendwann von dieser Utility auf jeden Fall Gebrauch machen kann. Die Frage ist natürlich nur, was für Utility werden wir sehen? Seien es jetzt nur Prozente im Park oder ist es dann am Ende doch nur irgendwie ein Gutschein für die Pommesbude, wo man sich dann einfach eine Pommes for free holen kann? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel so Dinge geben könnte, wie wenn man zum Beispiel das Star Wars Set voll hat, dass man dann zum Beispiel in der Star Wars Ecke bestimmte Dinge machen kann als Holder, die andere nicht machen können. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch, ja, die Partnerstatue, wo schon lange vermutet wird, dass man dort mit dieser Partnerstatue vielleicht auch lebenslang oder auch einmal jährlich die Möglichkeit hat, free ins Disneyland zu kommen.
Ja, das sind natürlich alles bis jetzt nur Spekulationen, aber wenn es schon mal auf dem Tisch liegt, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was deine Utility wäre, die du auf jeden Fall Disney vorschlagen würdest. Vielleicht bekommen wir es ja irgendwie hin, dass wir das an David Yu mal irgendwann ranbekommen. Ja, und wie ihn schon im Intro erwähnt, es wird spooky, denn es geht nämlich hier natürlich auch einher mit Halloween, dass wir natürlich auch Drops sehen werden und wir werden am 31. Oktober von der DesignerCon schon Pre-Drops wiedersehen. Und ich muss tatsächlich sagen, die gefallen mir immer gar nicht so schlecht. Ich gehe davon aus, dass das dann in unterschiedlichen Zeiten sein wird, beziehungsweise 15, 16, 17 und 18 Uhr. Wie das dann wirklich kommen wird, werden wir sehen. Aber die Collectibles finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das ist hier erstmal das erste Poster, was wir sehen werden. Anschließend haben wir hier dann diese sehr coole Katze, die mir persönlich echt sehr gut gefällt, muss ich echt sagen. Ich bin auch gespannt auf die Preise. Dann sehen wir hier einmal noch zwei Skelette, die kämpfen. Also es ist auf jeden Fall sehr, ziemlich viel interessanter Stuff mit dabei. Und wir haben unter anderem auch zwei neue Künstler hier mit an Bord, nämlich Ron Monahan und Mike Egan. Und das sind auf jeden Fall zwei neue Künstler, die wir jetzt, wie gesagt, mit an Bord haben. Ja, beide nicht allzu groß, muss man auch tatsächlich sagen. Hier anhand von Twitter sieht man ja schon, sie haben nicht allzu viele Follower. Aber nichtsdestotrotz finde ich auf jeden Fall die Kunst gar nicht so schlecht. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Collectible du auf jeden Fall hier bei den Drops für dich bevorzugst und welches du auf jeden Fall mitnehmen wirst bei den Drops. Wir können jetzt natürlich noch nicht sagen, wie die Droppreise sind, aber ich gehe mal davon aus, von 50 bis 80 Gems ist ja alles mit dabei und auch die Edition Zahlen werden wahrscheinlich nicht allzu hoch sein, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung unten in den Kommentaren, lass es mich wissen und ansonsten werde ich euch natürlich, was die kommenden Drops jetzt auch in der nächsten Woche angehen, auf dem Laufenden halten. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder hier mit den ganzen wichtigen News, die du zum Sonntag wissen musst. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, ein schönes Restwochenende. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.